Wundervollen guten Tag, liebe Leute. Danke fürs Einschalten. In diesem Video, ne, geht es mal wieder um eine Rauferei, aka Tiefenwindschuss. Und ja, was müssen wir da machen? Basically, was hier steht, holt euch die Bälle in der Kartenmitte und erzielt Punkte, indem ihr den Korb der Gegner trefft. Also Bälle holen und den Gegnern einen Korb geben, alles klärchen. Das machen wir doch mal. Dazu geht ihr einfach hier im Dungeon Browser, Spieler in Spieler. Ungewertet, dann ist hier auch schon ganz unten Rauferei, Tiefenwindschuss. Und ja, dann meldet man sich hier an. Es gibt jede Woche immer andere Raufereien. Das sieht man hier auch wunderschön. Jeden Mittwoch ist was anderes am Start. Zum Beispiel letzte Woche war nur das Bonusereignis Zeitwanderung Lichtkönig Shit. Und ja, davor war Bonusereignis Arena Geplänkel. Und so weiter und so fort. Immer ein anderes Bonusereignis aka Rauferei am Start. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns gleich in Game wieder. 10 Minuten Wartezeit, also bis gleich. So, Freunde, wir sind angekommen im Schlachtfeld Tiefenwindschlucht. Oh, wow. Und ja, was wir jetzt hier machen müssen, ist ja klar. Holt euch die Bälle in der Kartenmitte und erzielt Punkte, indem ihr den Korb der Gegner trefft. Normalerweise holt man ja, glaube ich, Flaggen oder Minenloren und bringt er sie dann hier zurück in dieses Feld quasi. Dann ist hier ist nicht so ein Korb, das ist quasi von dem Event halt steht. Hier ist so ein Möchtegern-Korb da. Aber ja, man nimmt basically die Bälle da vorne, die in der Mitte sind. Oder auch, ich glaube, rechts und links sind auch Bälle. Statt den Flaggen halt. Und ja, den nimmt man dann. Und schmeißt den in den anderen Korb, in den Korb des Gegners. Man läuft nicht damit hier rein, sondern man geht zu den Gegnern. Und ja, dann warten wir mal, bis es losgeht, die kleine Spirenzchen. Mönche bitte als Läufer einstellen, wegen schnell. Boah, krass, ey, der Boy hier, der hat richtig sicke Taktiken. Der Mann ist richtig smart unterwegs. Kommt gleich jemand mit hoch zu Panda KB, das den Alis zu schenken zu Panda. Was heißt denn hier Panda, Junge? Ich bin kein PvP-Spieler. Können wir eigentlich hier noch umskillen? Ja, Rune ist nicht so geil. Okay. Nehmen wir mal Flammenfeld mit. Und ja, wird schon schief gehen, das Spielchen. Sieht so aus, dass keiner in die Mitte geht. Gehen wir mal alle hier lang, ne? Einfach mal hier durch, Junge. Ist ja nicht ein Damage-Buff, genau, weit hier. Das werde ich immer von der Seite attackieren und rasieren. Natürlich geht hier auch keiner hin. Oh, mega. Was will er denn von uns? Go, 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 go. Easy clap, Junge. Oh, wow. Die so blöd sind und mir folgen. Ah, man kann da eh nicht rein. Das ist immer schlecht, Junge. Sonst wird man einfach raustippiert. Ja, fuck, ich muss eigentlich auf den Healer. Fucking retarded healer, Alter. Kann der Mann jetzt mal sterben? Ja, ich glaube, kann er. Ja, easy, Junge, easy. Gewiped die süßen Boys.
So, da oben will noch ein süßer Mensch anscheinend flüchten. Dann wir mal slow reindrücken. Er hat Karma an oder wie der Shit auch heißt. Egal. Einfach durch da, Junge. Nice. Ups, das war natürlich ein kleiner Fettfinger, ne? Machst du nix? Passiert halt manchmal, ne? Und ich konzentriere mich einfach mal auf die Allianz gleich, dass wir mal die schön nerven und möglichst die Kugel holen. Ich glaube, da ist aber gerade nur einer und da sind wahrscheinlich 10 Allianzler. Jupp. Aber die haben keinen Healer, die sind immer sowas von blöd. It's actually unbelievable. Hä, lassen die Kugeln fallen? Ich sehe die irgendwie. Bin irgendwie ein bisschen zu blöd. Er rennt da einfach durch, Junge, wie ein junger Boss. Oh shit. Muss los. Oder? Ich glaube, wir haben ja keinen Healer. Das ist einfach gut. Ja, ich bin mal weg. Ich will auch mal so eine Kugel eigentlich reinschmeißen, damit ich euch das einfach mal zeigen kann. Scheiß mal auf Zerg jetzt. Ich werde mich auf die Kugeln konzentrieren. Wir holen eh die ganze Zeit zwei und der Gegner nur ein. Wenn's hochkommt. So, die Kugel ist safe. Er denkt, er ist besonders schlau, oder was? Oh shit. Auto Insignie BTW. So, jetzt habe ich auch mal hier meine Kugel angelaufen. Denn hier wäre nice. Bestimmt werde ich gleich einfach sterben. Wenn ich das mache, läuft immer alles schief. Wobei die gerade die Allianzbasis da auseinandernehmen. Oh, mega lol. Oh shit. Oh shit. Oh wa? Oh wa? Alles klar. Das ist ja mega easy. Ja, gönnt euch mal da diese Shitshow. Ich gehe dann mal wieder zurück. Würde ich mal sagen, ne? Oh wow, ich bin sogar noch erster, wo ich gerade für Orbs gehe. Ja, und das ist es eigentlich. Finde ich eigentlich ganz nice, das kleine Rauferei hier. Das ist mal was Neues. Wobei, ich finde, da gibt es aber noch bessere Raufereien. Zum Beispiel die... was gibt's denn da?
Ja, zum Beispiel 30 Leute in einer Arena, falls es eine Rauferei ist. Aber kann man auf jeden Fall mal machen, ist eine nette Abwechslung. Schießen, was ist das? Trefft aus großer, wenn ihr euch verringert, ihr die Zauberzeit. Oh wow, RIP. I am just dead, team. Rip me, würde ich mal sagen. Oh, wow. Noch lebe ich, Porgas. Guck mal, der arme Parler kommt nicht hinterher. Feels bad. Da ist der einfach alles. Er geht erstmal essen mitten auf dem Feld. Pfützensprung. Into Bubble, alles gleich. Muss ich mal geben. Oh wow. Da wurde ich noch überholt, aber klar, ich war auch nicht mehr im Zerg. Aber ja, war auf jeden Fall nett. Kann man sich mal so geben. Für zwischendurch. Und dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Und ja, schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr so von der Rauferei haltet. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.